Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Let's Play Creeper World Dark Eternal 3. Nein, Creeper World Dark Eternal. Aber egal. Wir haben mit Noah, Mühe und Not die beiden Welten hier geschafft. Im nächsten Kreis sind schon drei Welten. Dann kommen vier und dann wieder zwei. Und die Welt habe ich schon gar keinen Bock, weil die heißt Sacrifice und ich bin nicht der Typ, der irgendwas Sacrifice. Die Map sieht cool aus, wir werden die spielen. Fuck, ich hatte gehofft, ich könnte auf dieser Seite sein. Und was zur Hölle ist das hier? Oh, ich habe Tor zur Verfügung. Nice. Sonst habe ich auch alles. Das wird vermutlich ziemlich schwierig werden. Sonst würden sie mir kein Tor geben. Ich werde erstmal versuchen zu verteidigen. Das bedeutet. Vermutlich werden wir mindestens einmal sterben. Ohrmeins. Das ist doch was für ein Siphon, oder? Äther. Ich habe noch nie so ein graues Ding, habe ich noch nie gesehen. Naja. Bin ja mal gespannt, was das sein soll. Naja. Es kommt schon schnell auf uns zu. Muss man dem Ding schon zugestehen. Vierfache Geschwindigkeit. Vermutlich werde ich die Hälfte nicht bauen dürfen, zum Beispiel ganzen Ohrmines, da brauchen ja auch jede Menge Energie. Was ist das hier? Ich hoffe, das ist nichts, was das Creeper zu uns rüberschießt. Das ist locker was, was das Creeper zu uns rüberschießt. Das wird scheiße. Okay, aber unsere Kanonen sind fertig. Bedeutet, wir wären bereit, einen kleinen Angriff abzuwehren. So. Für mehr Energie brauchen wir Reaktoren. Gut, unsere Kanonen sind ausgesorgt, bedeutet, sie verbrauchen erstmal keine Energie mehr und ich kann mich ganz der Reaktor, Entwicklung widmen. So. So scheiße, die müssen wir. Ja, dafür, für das Ding werden wir Platz brauchen. Und ich weiß auch. Ich habe das Ding einmal in der finalen Mission gebaut und seitdem war es noch nie freigeschaltet für irgendwas. Okay, Anti-Creeper kommt nicht allzu schnell. Das Ding scheint nicht allzu aggressiv zu sein. Aber wenn die zweite Ebene da drauf klettert, habe ich echt Angst, was da passieren wird. Okay, wir können ja mal vorspulen. Dann werden unsere Reaktoren noch fertig. Perfekt. Oh, wir können uns sogar selbst versorgen damit. Sweet. Vierfache Geschwindigkeit wieder. Oh! So, wir werden nämlich vermutlich viel Energie brauchen. Nice. So, unser Energieausput ist ziemlich schwach. Immer noch. So, das ist die letzte Reihe von Reaktoren, die wir bauen können. Bevor der Feind uns hittet. Und wir sollten den vorrücken, um die zweite Reihe zu verhindern.
So, das wird es vermutlich erstmal aufhalten. Wenn das hier nicht vorrückt, wird das auch nicht so gut vorrücken können. Hoffentlich. So, stellen wir auf einfache Geschwindigkeit. Nämlich einfach nur verhindern, dass die zweite Welle da eintrifft. Denn ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Das habe ich gerade schon so oft gesagt, dass es, glaube ich, jetzt jeder kapiert hat. Ja, die Kanonen machen einen guten Job. Oder wie hoch ist das? Das ist halt eine Höhe von 3. Ja, die Welle wird da raufkommen. Ja, jetzt müssen wir mit unseren Kollektoren weiterbauen. Ich glaube, das Anti-Creeper-Zeug ist am effektivsten gerade. Unsere Kanonen können noch nicht allzu weit freiräumen. So. Das Vorrücken hat bis jetzt ganz gut geklappt. Und wir haben auch 3 Ohrminen, bedeutet, wir können 3 von diesen Viechern versorgen. Moment, ich will mal einen Forge bauen. Da. Wir wollen nämlich Upgrades sammeln. Wir haben nämlich auch 2 Totems. Ein bisschen mehr Range könnte nämlich gar nicht schaden. Oder schadet halt nie mehr. Fuck. Die Dinger schießen auf uns. Rückzug ist angesagt. Ah, okay, das sind WDR-Einheiten. Nur, dass sie direkt auf uns schießen. Also defensive R-Einheiten. Ist das sehr interessant. So, wir wollen deswegen ein Tor bauen. Der passt nirgendwo hin. Bedeutet, wir werden hier Kollektor bauen. Können wir den hier wegnehmen? Dann sollte der dahin passen. Ja. Heilige Scheiße, das. Ah, Ether sind diese Dinge. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich upgraden will. Ich würde Energieeffizienz und das erstmal upgraden. Alter, das Ding ist ja mega Mausrüsten. Oh, das sollte es auf jeder Map geben. Und dann auf jeden Fall Fire Range, damit wir das hier so ein bisschen zurücktreiben können. Ohne in deren Range zu kommen, weil das upgrade ich ja nicht gleichzeitig. Dann kann ich wieder auf vierfache Geschwindigkeit bauen. Denn das Tor ist ungefähr das Gerät, was am teuersten ist, glaube ich. So, mehr Energie. Ein Energiestorage ist. Gut, Energie haben wir jetzt deutlich genug. Anti-Creeper, wie es aussieht, auch. Also, wir können Bullet Speed und so upgraden. Und Packet Speed und sowas. Storages weiter. Die Singularity Weapon machen wir auf 0. Damit die nicht aufgeladen wird, weil die werden wir nicht benutzen. Gut, dann wieder ein Boot Speed. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet, aber ich hoffe einfach, dass die Gebäude schneller gebaut werden dadurch. Oder mehr Zeugs schneller verbrauchen können, was auf das gleiche rauskommt. Digga, das emittet ja so gut wie gar nichts. Moment, ich will meinen Versuch wagen. Wir bauen hier einen Strafer hin. Sagen wir, der bombardiert das. Okay, und du? Okay, es wird nicht angegriffen. Ich habe keine Ahnung, wie man den Tor steuert. Die Sniper Gun brauchen wir nicht. Die Beams auch nicht.
Aber die Kanonen brauchen wir. Ah, Fireman Cannons, das ist ein geiles Feature. Piu, piu, piu. Okay, das Ding müssen wir auf jeden Fall heftiger aufladen. Mit einer höheren Energie, höheren Packet Speed, Bullet Speed, alles Speed. Schade, dass er nicht von alleine schießt. Naja, wir werden es dann einfach so machen, dass wir die Dinge hier zerstören, damit die keinen Anti-Creeper mehr verbrauchen. Und unsere Kanonen halten das schon. Und dann werden wir einfach ein paar Bomber bauen. Die Bomber werden das Ding hier bombardieren. Ja, wir werden dazu mehr Anti-Creeper-Zeugs brauchen. Ihre Storage und Shit. Auto-Lounge. So, jetzt werden die Bomber das Gebiet hier platt machen. Dann werden wir mit, wie im letzten Part, mit 3 Gappies und einem Nullifier dem hoffentlich ein Ende setzen. Zack, zack und zack. Was? Was zur Hölle? Das Ding ist ja mega am Ausrasten. Und haben wir das jetzt zerstört? Das sieht so ein bisschen so aus. Aber ich sehe nichts. Ja, das Ding ist kaputt. Dann müssen wir die etwa auch nur feiern. Das bedeutet, wir brauchen Schilde. Ich hoffe, Schilde. Ja gut, die ziehen ein bisschen Energie wie. Kann ich jetzt den hier dahinsetzen? Der Tor verteidigt das zwar. Das bedeutet leider. Moment, wir werden das Gebiet hier bombardieren. Damit wir genug Anti-Creeper erzeugen. Moment, was können wir denn da hinbauen? Nullifier kann sie leider nicht alle erwischen. Was, dann holen wir einfach einen fetten Kollektor hin. Werden Kollektoren angegriffen? Ja. Leute, schon so drei kleinen Guppies. So, wir werden erstmal genug Anti-Creeper erzeugen. Dass uns da nichts passieren kann. Dann setzen wir unsere Guppies wieder so hin. Zack, zack, zack. Und bauen dann die Nullifier. Mit genügend Anti-Creeper sollten wir uns nämlich gegen die Kanone verteidigen können. Ich sag's euch, Leute, Boots. Zack, zack, zack. Okay, das funktioniert schon mal soweit. Die Gap ist. So, wir müssen die Bombe natürlich wieder hier hinschicken. Das Anti-Creeper sorgt dafür, dass unser Nullifier nur für jeden Schuss in winzigen Bruchteil unter Beschuss steht. Dadurch verliert er zwar trotzdem nur noch jede Menge Leben.
Aber er ist nicht in so einem Fool drin. Ein Fool ist ein richtig beschissenes Wort. So, nächste Nullifier. Bomber kriegen nächste Position. Guppies machen sich auf den Weg. Ah, perfekt, die Guppies verbinden sich auch untereinander automatisch. Was dazu geführt hat, dass unser Ding gerade draufgegangen ist. Weil der eine zu weit hinten stand. Na, jetzt wird's hinhauen. Die Dinger sind echt interessant. Das Spiel hat nämlich seine eigene Programmiersprache sozusagen. Ich glaube Creeper Script oder so. Und damit kann man halt so eine Sachen machen. Irgendwann werden wir auch mal. Nein, so knapp. Weil die Bomber nicht heftig genug gebombt haben, vermutlich. Wir werden auch mal irgendwann uns den Karten-Editor ansehen. Wenn ich mal Bock habe. Ich habe mir den selber noch nie angesehen. Gut, jetzt wird die Karte, das hier wird ein kurzes Level. Einfach nur, weil ich instant rausgefunden habe, wie ich das bieten kann. Und Boots. Das war eine echt coole Karte, muss ich schon sagen. Das war heftig. Dann claimen wir den Victory. Freuen uns über. Naja, wir haben halt auch die ganze Zeit auf vierfacher Geschwindigkeit gespielt. Bedeutet theoretisch haben wir 46 Minuten gebraucht, aber ja, wir hätten noch doppelt so schnell sein können. Ups, habe ich rausgekriegt. Na egal. Wir haben auf jeden Fall Chimera besiegt. Nächstes Mal. Ich weiß nicht, Creeper in der Wind klingt ziemlich gefährlich. Sollte ich vermutlich das als nächstes machen. Naja, auf jeden Fall, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal und tschüss.